Liebe Unterstützer, liebe Zuschauer, es ist wieder einmal Zeit für eine neue Stimme der Nation. Heute möchte ich euch Frau Verena Hartmann vorstellen. Sie ist das, was man wohl als ehrliche, authentische Vorzeigepatriotin bezeichnet. Motiviert, gebildet und mit dem klaren Standpunkt, zuerst kommt meine Heimat dran. Da sie heute ihre erste Rede im Bundestag gehalten hat, denke ich, es ist ein guter Zeitpunkt, sie näher vorzustellen. 1974 ist sie geboren, sie ist verheiratet und hat zwei Kinder. Beruflich hat sie es zur Diplom-Kommunikationswirtin gebracht, aber nicht nur das. Eine Ernennung zur Polizeikommissarin der Berliner Polizei kann sie ebenso vorweisen. Sie weiß also, was in Deutschland vor sich geht. Verfolgt man ihre Aktivitäten, so kommt man unweigerlich zu dem Entschluss, sie unterstützt die AfD, weil sie das Richtige für dieses Land tun will, Tag für Tag mit ihrer Arbeit. Da ich mir vorstellen kann, viele spielen nun auf Frau Hartmanns Beteiligung zu der kleinen Anfrage der AfD in Sachen Behinderung an, möchte ich auf Folgendes verweisen. Gestern hat die AfD die Hintergründe dazu im Bundestag aufgedeckt. Sie hat damit nicht nur die Altparteien und deren Abgeordnete vorgeführt, sondern vor allem auch die Mainstream-Medien und die Wohlfahrtsverbände. Ich werde dazu nachher ein separates Video machen, denn das gehört an die Öffentlichkeit. Und viele kriegen schließlich die Debatten, die auf Phoenix laufen, oftmals gar nicht mit. Aber das war nicht nur ein Beweis für die AfD-Überlegenheit in diesem konkreten Fall, sondern auch ein Beleg dafür, dass die AfD nach wie vor maßlos unterschätzt wird. Aber wie gesagt, dazu später mehr. Kommen wir nun zur ersten Rede von Frau Hartmann im Bundestag, ganz aktuell von heute. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, wir beschäftigen uns heute mit einem Bericht vom 9.06.2016 zur weltweiten Lage der Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Die Datenerhebung stammt vom Oktober 2015, also brandaktuell. In der ersten Debatte 2016 sprach sich Herr Kauder, CDU/CSU, gegen die weltweite Verfolgung von über 100 Millionen Christen aus und erntete Beifall. In der letzten Woche sprach sich die AfD gegen die weltweite Verfolgung von nunmehr 200 Millionen Christen aus und erntete hetzerische Beschimpfungen, Verschwörungstheorien wie Nazis und Rassisten, die sich nicht zu schade sind, verfolgte Christen zu instrumentalisieren und die Gesellschaft zu spalten. Ihnen waren die Menschen so wichtig, dass diese Debatte erstmal für die nächsten 2 Jahre auf Eis gelegt wurde. Auch das von Herrn Kauder angesprochene Schicksal von Asia Bibi schien ihm ja ganz besonders am Herzen zu liegen. Einer Christin, die nur aufgrund ihres Glaubens in Pakistan zum Tode verurteilt wurde und mit ihren Kindern im Gefängnis Tag für Tag, Jahr für Jahr die Vollstreckung fürchten muss. Haben Sie sich seit 2016 für sie eingesetzt? Es war ja kaum Zeit. Und die Spielkarte, du kommst aus dem Gefängnis frei, war schließlich schon für einen Herrn Denis Yücel reserviert. Das im Vergleich hochdramatische Schicksal eines deutsch-türkischen Journalisten von Politik und Medien gleichermaßen geschätzt, wegen seiner bis zur Ekstase ausgelebten Meinungsfreiheit, die sich süffisant in Sprechblasen ergoss, wie der baldige Abgang der Deutschen ist Völkersterben von seiner schönsten Seite. Wahrscheinlich, wir können es nur vermuten, lösten diese Worte in den Ohren der Altparteien einen so süßen Schmerz aus, auf den sie nicht mehr verzichten wollten. Nun ja, meine Damen und Herren, Asia Bibi ist keine Intellektuelle und schreibt keine so feinsinnigen Zeilen. Sollte sie vielleicht mal tun. Und schauen wir nach Deutschland, ein Land, welches im Bericht nur stiefmütterlich behandelt wurde. Wie ist es da um die Freiheit der Weltanschauung bestellt? Dazu habe ich schon seit langer Zeit ein Déjà-vu. Ich fühle mich wieder wie im tiefsten Osten. Es herrscht eine Meinungsdiktatur, in der Andersdenkende ausgegrenzt, geächtet und diffamiert werden. Nicht mal vor Ihren Kindern wird Halt gemacht. Dafür, werte Kollegen, können Sie sich gegenseitig auf die Schultern klopfen. Damals als Christin, heute als AfD-Politikerin, stigmatisiert und des Menschseins abgesprochen, ist alles erlaubt. Und ich staune immer wieder über die Arroganz und die disziplinierte Eintracht zwischen den Parteien, wenn es um die AfD geht. Sonst, Spinnefeind, verschmelzen sie zu einer Einheitspartei. Die Linke ist kein rotes Tuch mehr. Die Grünen werden von Frau Merkel getätschelt und legen sich genussvoll auf den Rücken. Und die SPD ist aus der Schmollecke wieder zurückgekehrt. Und die FDP wäre ohne unser Programm und den Menschen, die sich nicht trauten, AfD zu wählen, gar nicht mehr im Bundestag.
Was wären Sie alle ohne uns? So viel Harmonie auf einen Haufen ist für das Volk unerträglich, da außer gegenseitiger Beweihräucherung und polemischen Lippenbekenntnissen nichts, aber auch gar nichts übrig bleibt. Und dieses Prinzip der Masse gegen eine Minderheit, von Le Bon richtig analysiert, funktioniert immer. Extreme Beispiele lassen sich zuhauf in der Vergangenheit finden und sind mir aus Zeiten der DDR-Diktatur wohl bekannt. Sie alle hier haben sich diesem Chorgeist unterworfen. Sie sind zu feige, für ihre wirkliche Meinung, für ihr eigenes Land und seine Menschen einzustehen. Und ich kann Ihnen versichern, werte Kollegen, Sie wären hervorragende sozialistische DDR-Bürger geworden. Ein Erich Honecker wäre entzückt. Die Linke ist es und die ehemalige FDJ-Sekretärin für Agitation und Propaganda in der DDR, Frau Merkel, kann stolz auf ihr Werk sein. Danke. Eine der schlechtesten Herzen.